Das, was wir Pupsen nennen, das ist ein normaler Vorgang in unserem Körper. Wenn wir essen, schlucken wir Luft. In unserem Körper arbeiten Bakterien im Darm, die die verschiedensten Gase produzieren. Da ist Wasserstoff, da ist Kohlendioxid, da ist Stickstoff, da ist Methan. Und das sind ganz natürliche, normale Prozesse. Und wenn wir viel pupsen, dann bedeutet das auch eine hohe bakterielle Tätigkeit in unserem Darm. Was ein positives Zeichen ist. Wir tun das ca. 10 bis 20 Mal am Tag. Pupsen mal weniger laut, mal lauter. Das hängt nicht unbedingt von uns selber ab, natürlich auch, aber auch von den Gasen, die produziert werden. Manche gehen eher so in Richtung Knallgasreaktion und andere entfleuchen schön und sanft. Wir selber haben eine gewisse Einstellung zum Pupsen und die ist nicht so laut, muss aufpassen, das stinkt aber, eklig, kann der sich nicht benehmen und ähnliches. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Wir unterdrücken diese aufgrund unserer Einstellung sehr, sehr häufig in der Öffentlichkeit. Bei der Arbeit, beim Einkauf, beim Meditieren, wo auch immer, beim ersten Date und pupsen nicht. Warum? Warum zum Teufel lassen wir diesen natürlichen Prozess nicht laufen? Weil andere von uns anders denken könnten, weil das gesellschaftlicher Konsens ist, dass das eklig ist. Jeder wird mir zustimmen in erster Instanz, dass man pupst doch nicht in der Öffentlichkeit oder wenn jemand pupst, dass man dann sagt, oder vielleicht lacht und sagt, boah, der ist jetzt total anders, je nachdem wie man drauf ist. Aber die wenigsten werden das, genau wie ich, wenn jemand pupst, überhaupt keine Beachtung schenken. Überhaupt keine Beachtung. Ich beachte doch auch nicht besonders jemand, der jetzt einfach mal so atmet. Ich sage, der atmet jetzt. Boah. Da traut sich ja was. Ne? Das ist was ganz Normales. Und die Gesellschaft stimmt im Konsens, im kollektiven Geist diesen, ich sag das einfach mal so, diesen Irrsinn zu. Die Gesellschaft hat einen Konsens, dass es okay ist, diesen natürlichen Prozess zu unterdrücken. Und ihn sogar abzulehnen. Macht euch das einfach mal bewusst. Und die Gesellschaft arbeitet an Tipps, wie man dieses lästige Pupsen, diese natürliche Funktion, wie man dem irgendwie Herr werden kann. Und gibt Ernährungsempfehlungen, dass man nicht so viel vegane Rohkost zum Beispiel isst, sonst pupst man ja so häufig. Man gibt Empfehlungen dafür, dass man der gesellschaftlichen Kultur Rechnung trägt, auf Kosten der eigenen Gesundheit. Ist das nicht wahnsinnig bizarr? Und vor allem, wisst ihr was ganz bizarr ist? Dass selbst jetzt, wenn die Leute dieses Video sehen, ihr zum Beispiel, dass ihr zumindest ein Teil von euch immer noch sagen würde, nee, pupsen, das mache ich nicht. Weil das so tief verwurzelt ist, das ist so tief verwurzelt, dass wir das nicht tun. Wir haben das anerzogen bekommen in Kindheit. Daran kann man wunderbar die Konditionierung erkennen, dass man einen natürlichen Prozess als eklig empfindet, dass wir das überhaupt nicht so schnell ändern können. Und dass es dann wirklich viel Überzeugungskraft und viel Mut auch bedarf in der Gesellschaft öffentlich zu pupsen. Ja. was auch noch schön ist, ist, da kommen wir zum Titel des Videos, dass ja viele sich gerne auf eine spirituelle Reise begeben, um erleuchtet zu werden, um im Sein zu wurzeln, in einem großen Meditationssaal und wer am wenigsten sich bewegt und wer am klügsten hin irgendwie schaut, wer die schönste Frisur, also wahrscheinlich Glatze dann im spirituellen Bereich hat oder was auch immer, der ist dann oder alternativ natürlich der Meister oder der Abt des Klosters.
Na, der ist dann erleuchtet, weil er einen Titel hat. So. Aber wenn dann Pups kommt, und ich habe selber schon solchen Sitzungen beigewohnt, also vor allem Sazen-Sitzungen oder Meditation, da habe ich nicht jemand pupsen gehört. Außer mir. Da wird nicht gepupst. Oder gehe ich davon aus, dass die Menschen das unterdrücken? Aber wie will man denn ins Sein kommen oder eine Erleuchtungserfahrung anstreben, beziehungsweise ein erleuchtetes Leben, eine Erleuchtungserfahrung anzustreben, das kann man glaube ich nicht forcieren, aber ein erleuchtetes Leben führen im Sinne des Einssein, wenn man einen natürlichen Vorgang unterdrückt, nur um nicht aufzufallen unter den ganzen spirituellen Meistern. Nichts, wirklich nichts sollte über den Fluss der Dinge gestellt werden und schon gar nicht so eine krankhafte Einstellung eines kollektiven menschlichen Geistes, der wirklich einfach nur sich zumindest aus meiner Sicht erkrankt darstellt. Und ja, und das kultiviert man dann natürlich auch, indem man, wenn jemand eben pupst und man selber so eine abneigende Haltung hat und denkt, boah, der ist ja ungepflegt oder die kann sich ja überhaupt nicht zurücknehmen da mit ihrem Pupsen, oder wer halt eben nicht pupst, der wird halt dann angesehen und oh ja, ja, ne? Und entsprechend, aus so vielen Ebenen ist das Pupsen und das freie Pupsen wichtig. Als letztes möchte ich vielleicht noch eine Sache ansprechen, unter denen einige leiden. Zum einen, Pupsen ist nichts Schmerzhaftes. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, Pupsen ist ein absolut schöner, befreiender Vorgang, hat überhaupt keinen schmerzhaften Hintergrund. Wenn er schmerzhaft ist, dann stimmt irgendwas nicht. Und genauso stimmt irgendwas nicht, wenn ihr über einen Blähbauch verfügt. Und da kann ich euch fast zu 100%, außer es gibt ja auch Krankheiten, allerdings viele sind assoziiert mit dem, was ich jetzt gleich sagen werde, aber ich kann euch mit großer Sicherheit sagen, wenn ihr einen Blähbauch habt, dann kann ich euch sagen, dass ihr nicht laut und hemmungslos zu jeder Situation pupst. Das kann ich euch eigentlich versprechen, weil ein Blähbauch ist eine psychologische Krankheit in allererster Linie, weil, auch wenn das wie gesagt manchmal organischen Krankheiten zugeordnet wird, aber die Psychologie, also das was dahinter steht, katalysiert diesen Blähbauch. Von daher nenne ich das eine psychologische Krankheit. Wenn man gelernt hat, den Pups zu unterdrücken und den das normale Ablassen des Gases aufzuhalten, indem man das in dem Darm behält, ne? Der Körper merkt sich das, der bildet ein neuronales Netz. Wenn man ein Video über neuronale Netze noch nicht gesehen hat, oben in den Infokarten. Und der Körper bildet ein neuronales Netz und merkt sich das. Der merkt sich, dass ihr nicht pupsen wollt. So, und dann sammelt ihr das natürlich im Bauch. So, und irgendwann geht es natürlich trotzdem raus, oder man kann Medikamente nehmen, die es dann zwanghaft rausführen oder die diese Gase abbauen. Also man kann die auch biochemisch wieder auflösen, denn die Gase sind ja auch biochemisch sozusagen entstanden. Das ist alles möglich. Aber das Einfachste ist, dass ihr euch angewöhnt, laut und in der Öffentlichkeit zu pupsen. Also nicht zwangsweise in der Öffentlichkeit, sondern ihr pupst dann, wenn ihr pupsen müsst. Das ist ein normaler, ganz, ganz normaler Prozess. Und darum geht es mir in dem Video, euch das näher zu bringen. Und ich weiß, das ist eine Herausforderung, das war es auch für mich. Ja, es war es für mich. Doch kann ich so sagen, in jeder Situation zu pupsen war eine Herausforderung. Ich habe schon unter Freunden und Familien eigentlich schon immer laut und einfach gepupst, wenn es denn sein soll. Aber im geschäftlichen Bereich oder gerade jetzt, wenn man neue Menschen kennenlernt, dann ist das schon eine Herausforderung gewesen. Aber mittlerweile kann ich sagen, ich pupse immer, ich pupse überall. Jeder, der mich kennt, wird das bestätigen. Und die meisten denken jetzt, da pupst überall. Das hat er jetzt auch noch gesagt. Und genau das ist das. Arbeitet an euch, an eurer geistigen Einstellung zum Pupsen. Es ist echt schade, dass ich gerade nicht pupsen muss, um das nochmal, sag mal, auditiv zu untermauern. Aber Message ist angekommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen, euer Christian.